Helmut. Helmut ist 55. Hallo, Helmut. Ja, hallo. Hallo. Ja. Grüß dich, Domian. Ich Helmut. Bin 56 inzwischen. Ja. Ich rufe aus Portugal an. Ah. Ich bin vor 12 Jahren dorthin gezogen, habe Deutschland verlassen, war aus gesundheitlichen Gründen früh verwendet und habe eine Liebe in Portugal gefunden. Wir hatten mal ganz kurz 99 schon mal miteinander geredet. Da hab das ist lange her. Ja, da habe ich eine internationale Kontaktanzeige aufgegeben und hatte sehr viel Resonanz bekommen und habe deswegen auch mit dir darüber geredet. Ja. Wo lebst du denn in Portugal? Bitte? Wo lebst du denn im Portugal? Im Norden. Also die Leute denken immer von Portugal Süden, warm, herrlich. Nein, ich lebe im Norden, in der Nähe von Porto, aber mehr im Landesinneren. Sehr kalt, regnerisch im Augenblick und schlecht isolierte Häuser, wo sich Schimmel bildet und also keine gute Lebenssituation. Also zumindest im Winter ist es nicht sehr, sehr angenehm dort. Im Winter ist es nicht so angenehm, im Sommer aber umgekehrt auch nicht, weil es dann auch wieder zu heiß ist wegen der Isolierung. Heißt das für mich jetzt, dass, da du dich heute zu diesem Thema äußerst, ich will raus aus Portugal? Ja und nein, ja. Entweder raus aus Portugal oder raus, auf jeden Fall raus aus der Beziehung, in der ich jetzt lebe. In der du ja jetzt dann schon sehr lange lebst. In der ich jetzt schon sehr lange lebe. Ja. Die Planung war ursprünglich gewesen, uns hier eine neue Existenz aufzubauen. Aber da ist einiges behördenmäßig schiefgelaufen. Und was wolltet ihr denn dort aufbauen? Ich hatte durch meinen Hausverkauf genug Geld gehabt, um eine Farm zu kaufen. Dort wollten wir ein Haus bauen, um dort zu leben. Aber dann gab es Probleme mit der Baugenehmigung. Dann gab es auch Probleme, dass meine Frühverrentung, die zunächst befristet war, nicht verlängert wurde. Das heißt, es gab Geldprobleme. Dann gab es das Problem, meine Frau wurde krank. Leider sehr krank und es wird immer schlimmer mit ihr. Deine Frau ist Portugiesin? Meine Frau ist Portugiesin, ja. Warum willst du, also okay, das hat jetzt nicht geklappt mit dem Aufbau einer neuen Existenz. Das hat geklappt und wir leben jetzt halt in einem Mietshaus in anderen Umständen. Seid ihr arme Leute? Was heißt arm? Ja, ich kriege eine bescheidene Rente. Und meine Frau, die eben auch jetzt leider sehr krank ist, ist zwar noch nicht verwendet, kriegt aber auch nicht ihr volles Gehalt, sodass wir nicht allzu viel zum Leben haben und das Geld hinten und vorne nicht reicht. Warum willst du aus dieser Beziehung raus? Aus der Beziehung raus, weil es mit meiner Frau überhaupt nicht mehr läuft. Da passiert gar nichts mehr. Das hat jetzt nichts mit ihrer Krankheit zu tun, sondern vor allem auch deswegen. Welche Erkrankung hat sie, wenn du es uns kurz sagst? Ist ja Sarkoidose. Was ist das? Da war vor ein paar Tagen auch schon mal jemand da, der Sarkoidose hatte, eine Frau. Da bilden sich in der Lunge so Knötchen und das kann auch andere Organe betreffen. Mhm. Und der Allgemeinzustand ist dann eben... man ist nicht mehr voll wirkungsfähig. Okay, das hat aber, also du sagst nicht, das hat nichts mit der Erkrankung zu tun, sondern letztendlich ist die Beziehung und die Liebe erloschen. Ja, bloß, ja, so halb. Weil, sagen wir mal so, aufgrund ihrer Erkrankung, sie war Lehrerin, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, hat sie sich ein anderes Betätigungsfeld gesucht. Mhm, und das waren Tiere. Wobei ich nichts dagegen habe, Tiere haben wir schon immer gehabt, Hunde, Katzen habe ich auch schon in Deutschland gehabt, bloß es artet bei ihr jetzt so sehr aus, dass in dem Haus, wo wir jetzt leben, wo es uns sowieso nicht sehr gut geht. Was eine Mietwohnung ist? Ein Miethaus ist. Also ein Miethaus. Haus. Ein Miethaus, ja, verstehe. Also zwei Etagen, aber die untere Etage, quasi Keller, ist total verrottet. Und wir leben in der oberen Etage. Wie viele Tiere hat sie denn jetzt? Sagen wir mal, im Augenblick, das wechselt immer. Im Augenblick so 20, 25 Hunde. Ach du lieber Mensch. Die Hunde, ja, jetzt sag mal weiter. Und über 10 Katzen. Und die Tiere, wo leben die? Ja, eben überall. Und das ist halt das Problem. Auch in eurer Wohnung? Eben.
Ach du lieber Gott. Die leben in der Wohnung, die Katzen auf dem Küchentisch. Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung? Das dürften so 80, 90 Quadratmeter, also dieses Obergeschoss jetzt, wo wir leben sein, ja. Und die Hunde sind, und die vielen Hunde und die Katzen sind Tag für Tag in dieser Wohnung. Richtig. Die sind natürlich auch im Untergeschoss und auch im in einem kleinen Umgarten, der so um das Haus herum ist. Ja. Aber sie sind in der Wohnung und vor allem in der Küche. Hier im Wohnzimmer, wo ich mich jetzt aufhalte, wo ich quasi mein eigenes Reich aufgebaut habe, mein deutsches Satellitenfernsehen habe und meine Musiksachen und so weiter habe, lasse ich sie nicht rein. Aber wie hält man denn sowas aus? Ja, das ist eben das Problem. Nochmal eine Frage zu den Tieren. Du musst ja mit Hunden muss man ja mal rausgehen und so. Wer geht mit denen raus? Da geht keiner mit denen raus. Die werden in den Garten geschickt und kacken den Garten voll. Und nicht nur in den Garten, sie kacken auch in den Flur. Sie kacken auch in auf dem Küchenboden. Ach du lieber Gott. Und ich bin da schon zigfach reingetreten, auch manchmal ausgerutscht. Und da muss ich aber euch bestialisch stinken in der Wohnung. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich meine, es wird ja dann weggemacht. Na gut, aber ich würde wahrscheinlich umkippen, wenn ich zu euch in die Wohnung käme. Ja, ihr Bruder, der vor einigen Tagen auch hier war, hat auch gesagt, als hier reingekommen ist, allein wenn er hier reinkommt, schon von dem Geruch, der sich in der ganzen Wohnung bildet, das könnte er kaum ertragen. So viele Tiere wollen auch sehr viel zu fressen haben. Wer zahlt das? Wie gesagt, meine Frau gehört dieser städtischen Hilfsorganisation an für Tiere und sie bekommt sehr viel Futter da umsonst von dieser Organisation, die sich auch von Spenden und so weiter ernährt, beziehungsweise auch bekommt abgelaufene oder gerade abzulaufende Lebensmittel von Supermärkten. Okay, das wird organisiert. Die sie dann immer abholt und jetzt frage ich dich, du hast eigentlich keinen Bock mehr auf Portugal. Du hast eigentlich, ist diese Beziehung völlig kaputt oder erloschen. Ja. Du lebst in einem letztendlich unvorstellbaren Zustand, um das mal ganz noch neutral und wir leben aneinander vorbei. Warum haust du nicht ab? Warum gehst du nicht zurück? Kommst du nicht zurück nach Deutschland? Ja, das ist eben das Problem. Wie will ich das finanziell bewerkstelligen? Ich muss leider zugeben, dass ich so ein bisschen auch ein Materialist bin. Ein was? Ein Materialist. Materialist, ja. Das heißt, ich habe sehr viele Dinge, sehr viele Sammlungen, tausende von Büchern, LPs, CDs, DVDs. Okay, du hast Sorgen, das hierher zu transportieren. Wie transportierst du das hierher, meinst du? Wie transportiere ich dich? Das ist das Erste. Ich meine, ich habe es ja umgekehrt von Deutschland auch nach Portugal transportiert. Ja, und dann trennst du dich halt von der Hälfte der Sachen. Ist doch egal. Man soll sowieso nicht so viele Sachen haben. Kann ich und will ich mich auch trennen. Ja. Trotzdem würde es schwierig sein in Deutschland, wieder in das Sozialsystem überhaupt reinzukommen. Glaube ich, aber meine, gibt es sicher Mittel und Wege. Du hast ja die deutsche Staatsbürgerschaft noch und wenn du erstmal Hartz IV bekämst. Schon, aber die Rente. Entschuldige. Ja? Ja, aber die Rente, die ich zum Beispiel jetzt bekomme, ja? Würde in Deutschland ganz anders behandelt werden. Die aber das ist ja doch eine deutsche Rente, die du. Vollen Umfang bekommen wie. Ich verstehe. Aber es ist ja eine deutsche Rente, die du beziehst. Es ist eine deutsche Rente, wobei da noch eine Firmenrente dazukommt. Hast aber du dich denn halt in Deutschland anders hast du dich denn werden, angerechnet werden, ich müsste Sozialabgaben zahlen. Ja, ja, alles klar. Hast du dir das alles mal durchrechnen lassen und hat man dir einen Betrag gesagt, den du in Deutschland auf der Hand hättest? Also durchrechnen lassen habe ich mir das nicht, aber sie ist so gering, dass ich da ungefähr auf einen Hartz-Satz ungefähr kommen sollte. Ich will dir mal sagen, da würde ich aber lieber so in Deutschland leben, als so, wie du in Portugal leben musst. Das ist doch kein Zustand. Du bist erst 56. Du kannst doch jetzt nicht dein ganzes Leben in so einem Umstand, in solchen Zuständen leben. Das ist doch grauenhaft. Da würde ich jetzt aber wirklich einen Schnitt machen und würde auch große Nachteile für mich in Kauf nehmen und dann nur raus. Ja. Ist nur die Frage, könntest du das mit deinem Gewissen vereinbaren, deine kranke Frau da so einfach allein zu lassen? Das wollte ich jetzt
das wollte ich jetzt auch gerade noch ansprechen. Das ist natürlich das zweite Problem, ne? Mhm. Kann ich das eben moralisch Das kann ich natürlich schwer beurteilen von außen. Das musst du sehen, wie kaputt die Beziehung ist und ob du sagen kannst, ja, auch unter den Umständen habe ich das Recht zu gehen. Sie ist wirklich sehr kaputt und es eskaliert auch und wir reden eigentlich kaum noch miteinander. Mhm. Ich meine, sie macht mir zwar das Essen, aber ich esse dann allein hier im Wohnzimmer. Sie isst eh ihre eigenen Sachen in der Küche. Wir leben zusammen in einer Wohnung, aber quasi in zwei verschiedenen Welten. Also mir wird ganz, ich krieg Beklemmungen, wenn du mir das so erzählst, muss ich dir ehrlich sagen, Helmut. Ich kann das natürlich nicht richtig beurteilen mit der Beziehung. Glaube aber, dass man, wenn eine Beziehung wirklich kaputt ist, dann ist sie kaputt und man sollte auch nicht aus Mitleid dann zusammenbleiben. Dann werden sich andere Wege finden. Ich finde, du solltest das doch sehr, sehr intensiv dir überlegen und... Ja, ich überlege und zermartere mir den Kopf, aber ich habe halt Angst, allzu viel zu verlieren. Ich meine, ich habe schon sehr viel verloren. Mhm. Eigentlich kannst du dich doch nur verbessern. Ja, wie gesagt, ich müsste nur wieder zurück und das kostet alles sehr viel Geld und dann erstmal eine Wohnung finden. Ist mir alles klar, Helmut, ist mir alles klar, dass man nicht mal mit dem Finger schnippt und das ist wieder gut. Das ist mir auch klar, deswegen zermarte ich mir ja auf den Kopf darüber. Jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Ja. Im Detail könnte man das natürlich nur in einem sehr intensiven Gespräch alles klären, was du gerade gesagt hast. Die Richtung, das sagt mir wirklich alle meine inneren Stimmen, die Richtung ist für dich Richtung Deutschland, finde ich. Versuch es zu klären und versuch es zu realisieren. Das ist meine Auffassung. Ich will nochmal zum Schluss sagen, also ich habe prinzipiell nichts gegen Tiere. Um das mal klar zu sagen. Ja, das habe ich schon verstanden. So haben wir es auch nicht aufgefasst. Und wenn meine Frau einen Hund hätte oder zwei Hunde und ich selbst liebe Katzen, habe ich nichts dagegen. Aber in dem Umfang, wie es halt passiert. Das ist ja auch nicht tiergerecht, die Tiere, so viele Tiere in so einer relativ dann doch kleinen Wohnung zu halten. Lieber Helmut, ich kann dir zunächst erstmal nicht viel mehr dazu sagen. Die Richtung meiner Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Ich wünsche dir eine gute und richtige Entscheidung für dein Leben. Und sag mal von hier aus schöne Grüße ins ferne Portugal und alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Helmut. Ciao. Tschüss und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss.